Hier, das ist Peters Starkstromnetzwerk. Hallo. Das ist so bitter hier, das Teil, Alter. Mit diesem alten Stecker, dass das nicht in Flammen aufgeht, ey. Einen wunderschönen guten Morgen, Lieben. Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog aus Kalifornien. Checken gerade aus. Hat leider nicht für einen kleinen Dive-In gereicht. Diesmal haben wir nicht an einer Bahnbrücke übernachtet, sondern am Bahnübergang, kann man leider sagen. Weil irgendwie alle 5 Minuten der Lokführer gehupt hat. Warum, weiß man nicht. Aber wir sind so halbwegs ausgeschlafen. Also Peter hat auch noch ein bisschen gehupt, aber ganz bisschen. Und nicht in der Form. Er hat ein bisschen geschnarcht. Ja, um das da klarzustellen. Ja, Freunde, wir checken jetzt nämlich als nächstes auf unserer Tour. Jetzt beginnt eigentlich der richtige Roadtrip. Apples Betriebssystem aus. Die Mall für ein paar Sonnenbrillen, weil die hier Oakley ist komplett durchgebimmelt, Alter. Der muss noch neu her. Ginger Shot, Alter! Wir machen uns nämlich auf den Weg zum Yosemite Nationalpark. Wir müssen jetzt mal ganz kurz tanken. Peter, mach das mal. Insert Card. Wir müssen nämlich die geile Karre jetzt mal auftanken. Jetzt mal rausfinden, wie hier überhaupt getankt wird. Was? Musst du drauf? Push it, Baby, hier. Yeah! Ich muss nämlich erst reingehen, bezahlen und dann kann man hier tanken und dann geht nämlich die Party ab. Yosemite war ja jetzt nicht das beste Betriebssystem von Apple, kann man sagen. Aber der Nationalpark soll natürlich richtig schön sein. Müssen mal gucken, ob wir da bis heute überhaupt hinkommen oder ob wir davor ein Motel aufsuchen. Jetzt war erstmal hier ein bisschen was zu essen. Wir driven hier schon seit wie viele Stunden jetzt? 3 Stunden. Seit 3 Stunden durchs Nirgendwo auf einer ganz neuen Straße hier. Peter kriegt richtig Gefühle für ein Rennen. Ich muss ihn hier richtig zur Ruhe bringen, dass er nicht mit Vollgas hier nochmal durchbrettert. Aber es sieht natürlich mega geil aus hier. Und es ist euch sicherlich noch nicht aufgefallen, weil ich es noch nicht geändert habe, aber das ist meine alte Sonnenbrille. Und das ist meine neue Sonnenbrille. Die ist auf jeden Fall, wie heißt das, entspiegelt nicht, sondern polarisiert, polarized, und ich versuche mal das hier durchzumachen, weil das sieht richtig geil aus. Kann man das sehen? Ich glaube, man kann sogar ein bisschen sehen. Es ist quasi so ein eigener Instagram-Filter, der auf der Brille sitzt. Und ja, wir haben jetzt ungefähr noch 20 Minuten Fahrt, oder? Ja, halbe Stunde. Halbe Stunde Fahrt, dann sind wir beim Hotel bzw. bei dem Sonora Inn, da werden wir übernachten. Und da werde ich euch dann nochmal ein bisschen berichten, was jetzt der nächste Plan ist, weil den haben wir im Moment auch noch nicht.
typischen Holiday Inn Motel uns eingebuckt. So. 2 Bett. King Size. Vorm. Ja, müssen wir auf jeden Fall hier ein bisschen lüften. Riecht ein bisschen eingemockert. Aber hier natürlich schön direkt vor der Tür steht unsere Karte. Ne? Zack. Wie sich das gehört. So, wir waren gerade was essen hier im kleinen Dorf nebenan. Das ist richtig krass, wenn man hier so aus Silicon Valley irgendwie in so ein kleines Dorf kommt. Und es ist so ein krasser Mindchange irgendwie von gestern. Apple. Und heute ist man an einem komplett anderen Ort, in einem kleinen Motel. Andere Menschen, andere Autos und so ein anderer Lifestyle. Und ja, heute war ja hauptsächlich einfach nur Fahrt von A nach B. Roadtrip Style 1.0. Und so wird es auch morgen weitergehen. Wir fahren morgen, wie gesagt, in den Yosemite Park. Dann weiter Death Valley. Und danach kommt ja Las Vegas. Also das ist so ein bisschen die grobe Route, damit ihr mal ein bisschen wisst, was jetzt so passiert. Und wollte nochmal mit euch über eine Sache, die ich eigentlich gestern noch in den Vlog packen wollte, aber das hat zeitlich nicht mehr gepasst, reden. Und zwar für alle, die jetzt keinen Bock auf Gelaber haben, Laber-Videos, könnt ihr hier abschalten und dann sehen wir uns morgen wieder zum Regular Vlog. Für alle anderen, die dranbleiben, vielen Dank. Nein, einfach dieser Vibe, der im Silicon Valley herrscht, wenn man da ist, wenn man die Leute trifft und so weiter, mit denen redet oder auf der Straße, erstmal super offen und super freundlich, und dann ist da halt auch so ein Vibe, der... Ja, der mich ein bisschen auch an New York erinnert. New York ist ein bisschen rougher vom Vibe her, aber im Silicon Valley hat man das Gefühl, da ist irgendwie alles möglich oder es ist viel möglich und die Leute sind sehr freundlich, sehr offen. Und meine Mutter hatte mir dazu einen Artikel zugeschickt, den ich auch euch unten mal verlinke, einen Spiegelartikel. Super interessant, da ist eine Familie für ein Jahr nach Stanford an die Uni, wo ich auch war, wo wir rübergegangen sind über den Campus. Ist mit ihrer Familie nach Stanford gegangen und hat, glaube ich, ihre 5-jährige Tochter mit. Und die beschreibt da, wie dieses Kind vorher war, als sie noch in Deutschland gelebt haben, und wie sie sich in diesem Jahr im Silicon Valley, in Palo Alto, geändert hat und wie in Palo Alto auch Integration funktioniert. Also verschiedenste Menschen, die da zusammentreffen. Das ist, hat, also war für mich auch so zu sehen, Chinesen, Japaner, Inder, alles durcheinander und alle kommen miteinander klar und so weiter. Und die beschreibt da einfach ganz schön, wie dieses Kind, so was so die Ziele und Träume vor Palo Alto waren und dann nach einem Jahr, was sich alles verändert hat, wie die Schulen hier funktionieren. Super schöner Vibe. Jetzt, wie gesagt, ende ich hier mal den Palaver. Morgen geht's weiter. Morgen wieder anderer Vibe, ab in die Natur. Ab in die Wüste, ab in die Berge und danach kommen wir nach Las Vegas. Also schon krass. Wir sind erst, glaube ich, 3 Tage unterwegs und ich habe es auch gerade zu Peter gesagt. Wir haben das Gefühl, wir sind schon ewig unterwegs, weil so viel schon passiert ist. Ja, ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, lasst gerne einen Daumen hoch da und dann sehen wir uns morgen in alter Frische. Wahrscheinlich relativ früh werden wir aufbrechen, um irgendwie auch zu früher Jahreszeit, zu früher Tageszeit im Yosemite Nationalpark zu sein. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao.